Heute sind wir in Bexbach, genauer gesagt im Saab Pfalzpark und wir besuchen die Firma CLC Xintec. Da werden wir schon erwartet. Guten Morgen zusammen. Ja, guten Morgen. Hallo, herzlich willkommen. Wenn du dich mal vorstellen magst. Ja, mein Name ist Christian Bach. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Firma CLC Xintec GmbH in Bexbach. Genau, und bin seit Jahren glücklich und zufrieden mit meiner Mannschaft, ja, den Kollegen, die mich heute hier begleiten in der ganzen Sache. Und wir freuen uns heute mal hier vorstellen zu können für euch, für die zukünftigen Kollegen in unserem Team. Genau, das auch. Aber erstmal die vorstellen, die schon da sind, wenn auch du dich mal vorstellen magst. Guten Morgen, mein Name ist Jonas Niedrig. Ich arbeite bei der CLC als Softwareingenieur. Bin jetzt hier auch schon seit 4 Jahren im Hause, habe auch über die CLC studiert und fühle mich auch hier pudelwohl und würde auch gerne noch ein paar Jahre hier bleiben. Sehr schön, das hört man doch gerne, oder? Ja, das hört man sehr, sehr gerne. Ne? Lebenslange Beziehungen, das sage ich, privat wie beruflich. Und Chef hat nicht bezahlt dafür, für diese Aussage. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Dann da ist noch einer, das ich vorstellen möchte. Morgen, hallo. Guten Morgen. Ja, mein Name ist Robin Kleinbauer. Ich bin 22 Jahre alt und bin dualer Student, auch bei der CLC Xintec GmbH. Und bin in der ASW in Neunkirchen und bin dort jetzt im 2. Jahr. Genau, darum wird es auch gleich gehen, nämlich um die ASW, um die Kooperation, die ihr habt mit der ASW und eben die Studenten, die hier sind. Wie lange besteht die Kooperation schon mit der ASW? Die Kooperation mit der ASW besteht seit mehreren Jahren. Ich müsste jetzt lügen, seit 5 Jahren vielleicht so rum im Rahmen unseres neuen Unternehmens. In Persona, meine Person, arbeite mit der ASW schon zusammen seit bestimmt 15 Jahren. Oh, das ist schon eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit, sehr, sehr lange. Genau. Das heißt, sehr lange, macht Spaß, ist genau ein richtig gutes Konzept. Das heißt, das sind schon einige Studenten hier gewesen und man hat es ja schon gehört, so, auch einige hier geblieben auch. Ja, auf jeden Fall. Ne? Einige hier geblieben. Es gab noch niemanden, der aus welchen dummen Gründen auch immer nicht nach der Ausbildung erfolgreich in unserem Team sich angeschlossen hatte. Das ist das Konzept und bisher sind auch alle da. Das hört sich klasse an. Ich würde sagen, wir lernen gleich ein bisschen mehr von euch kennen. Wir gehen mal kurz rein, dann könnt ihr euch, wenn wir dürfen, so ein bisschen mal umschauen bei euch. Sehr gerne, keine Geheimnisse, einfach gucken. Super, dann gehen wir mal rein. Und schon sind wir mittendrin und wahrscheinlich auch im wichtigsten Raum des ganzen Hauses. Ja klar, ist die CLC Lounge, unser Verbindungstrakt, unser Treffpunkt für die diversen Aktivitäten, Gespräche. Man kann sich auch mal zu zweit hierhin, ich sag mal, zurückziehen, um auch mal sich über welche Dinge auch immer auszutauschen. Unser Herzstück zusammen mit unserem Kicker, wo ganz viele Turniere täglich laufen. Ganz wichtig. Ne? Ja. Ganz wichtig, gerade für den Kollegen. Und den, aber du auch? Genau. Ja, das Herzstück, die CLC Lounge. Also sehr schön, das heißt, also hier wird schon einiges gemacht, auch dass man ja, sich auch während der Arbeit hier wohlfühlen kann, mal ein bisschen die Arbeit sein lassen, einfach mal was anderes denken. Ganz wichtig, meiner Meinung nach braucht man die Ablenkungspunkte, die auch wieder kreative Kraft fördern für die nächsten Aktivitäten, die anstehen. Beispielsweise, wenn man von einem Kundenprojekt in den Tätigkeiten zum nächsten wechselt, da muss man einfach mal abschalten und da bieten wir hier auch zahlreiche Möglichkeiten des Wohlfühlens, auch zahlreiche, wir bleiben alle Kinder irgendwie, zahlreiche Spielmöglichkeiten, nebendran steht eine Dartscheibe, hier der Kicker, Punkt, Punkt, Punkt und so soll es sein, es gehört dazu. Okay, aber ich denke mal, neben dem ganzen Spiel wird auch ein bisschen gearbeitet bei euch. Hier sind ein paar Informationen, die auch laufen. Das heißt also, die Arbeit wird nicht ganz vergessen bei euch. Nein, die wird natürlich nicht vergessen und die ist natürlich auch das, was uns alle am Leben hält. Ja? Die Arbeit ist, denke ich, variantenreich. Was tun wir? Wir sind ein Beratungs- und Softwarehaus. Das heißt, wir beraten unsere Kunden in verschiedensten Branchen in vielfältigen Anwendungen, um die es gehen kann. Sei es eine Einkaufsabteilung über ihre Lieferantenprozesse, sei es eine Personalabteilung ihre spezifischen Personalprozesse. Und wir beraten nicht nur, wir reden nicht nur, wir lassen unsere Taten auch münden in Lösungen, die wir für die Kunden teilweise standardisiert auf Basis unserer eigenen Produktsuite, teilweise individuell für die speziellen Anforderungen des Kunden programmieren, implementieren und den Kunden von der Anforderung über die Implementierung bis zur Nachbetreuung und kontinuierliche Verbesserung betreuen. Okay, das heißt, es hat alles viel mit Programmieren zu tun. Und da muss ich direkt fragen, das heißt, ihr seid ja so richtige Computer-Nerds. Naja, Computer-Nerds würde ich jetzt nicht direkt sagen. Ich persönlich komme ja eher aus dem Bereich Infrastruktur. Also ich habe vorher schon eine Ausbildung absolviert im Bereich Fachinformatiker für Systemintegration und bin ja jetzt das erste Jahr hier und aus diesem Grund werde ich da auch in der Infrastruktur noch ein bisschen eingebunden, werde aber auch schon eingearbeitet in den Bereich Programmierung. Genau, du bist noch bei der ASW, du studierst gerade. Wie sind so deine Erfahrungen
was das Studium, das duale Studium, das ist ja ganz wichtig, angeht? Also meine Erfahrungen sind durchweg positiv. Gerade dadurch, dass ich vorher auch schon eine Ausbildung absolviert habe, war ich natürlich auch so an ein bisschen Monatsgehalt schon gewöhnt. Das behält man natürlich bei der ASW und so werden natürlich auch alltägliche Sachen deutlich einfacher. Ne? Also ich muss mich jetzt beispielsweise nicht nach einem Nebenjob eben noch bemühen, wie jetzt bei einem klassischen Studium, wie das der Fall wäre. Und so, klar, ist das natürlich ein fließender Übergang gewesen. Du hast es eigentlich schon genau richtig gesagt, was ein ganz, ganz großer Vorteil ist, ist eben, dass man eben studiert und arbeitet. Das heißt, du studierst und bekommst tatsächlich dein Monatsgehalt. Ganz genau, so ist es. Also eine schöne Sache und du hast auch schon gesagt, also man muss nicht, ja, sei es im Klassiker irgendwo in der Gastronomie oder sonst irgendwo nebenbei arbeiten, um noch wieder runden zu kommen. Du selber bist schon fertig? Ja, genau. Du kannst vielleicht noch ein bisschen mehr über Erfahrungen mit dem dualen Studium sprechen. Wie war die Zeit für dich? Ja, war eine klasse Zeit. Es waren super 3 Jahre. Und was ich auch ganz extrem wichtig fand und weswegen mich auch für ein duales Studium entschieden habe, ist, dass man während diesen 3 Jahren auch schon mal Berufserfahrung sammelt. Weil viele studieren 3 Jahre, sind nur in der Uni, vielleicht mal noch in dem 3 Jahren ein Praktikum gemacht, aber hier hat man wirklich 3 Jahre immer den Wechsel zwischen Theorie und Praxis und ist so direkt schon hat eine wichtige Position im Unternehmen, kann schon an Prozessen teilnehmen, kann unterstützen und so kann man natürlich nach 3 Jahren auch direkt super in den Job einsteigen, ohne sich erstmal einarbeiten zu müssen. Das heißt, es war wahrscheinlich dann komplett unterstützend, sowohl das Studium für das Unternehmen, aber auch andersrum das Unternehmen für dein Studium. Definitiv, weil man direkt das, was man in der ASW an Theorie gelernt hat, auch direkt in der Praxis umsetzen kann. Ist ja immer so aufgeteilt in Theorie- und Praxisblöcken. Und oft war es dann auch wirklich so, dass man die Theorie, die man im Theorieblock gemacht hat, wirklich auch im Praxisblock umsetzen konnte. Und das festigt sich natürlich auch viel besser, wenn man es mal angewendet hat. Definitiv. Jetzt haben wir noch gar nicht erfahren, was hast du denn studiert? Ja, das war das Wirtschaftsinformatikstudium an der ASW. Ich komme auch aus der Wirtschaftsinformatik. Ich habe vorher auch schon eine staatliche Ausbildung gemacht, so eine schulische Ausbildung zum staatlich geprüften Wirtschaftsinformatiker. Bei mir, ich habe immer schon diese Mischung, das hat mir gefallen, aus Wirtschaft und Informatik. Also die reine Informatik ist bei mir alles zu trocken und so hat man noch eine bessere Verbindung zum Unternehmen, wie sind die Abläufe, die Prozesse. Und deswegen habe ich mich auch für ein Studium in diesem Bereich entschieden und genau, auch absolviert und bin sehr glücklich damit. Und nicht bereut, nehme ich mal an. Nicht bereut. Es war eine gute Entscheidung und genau. Nicht nur das, und du bist nicht nur fertig mit dem Studium, nein, du bist auch nach wie vor hier im Unternehmen tätig. Genau, ich wurde vom Unternehmen übernommen, direkt eine Festanstellung und genau, bin jetzt seit einem Jahr hier fest tätig und genau, wie schon gesagt, auch hoffentlich noch ein paar Jahre mehr. Genau, das heißt, ich denke mal, die Entscheidung ist nicht schwer gefallen, den Kollegen direkt zu übernehmen. Nein, in keinster Weise. Also neben dem wirklich sehr geschätzten Konzept der ASW und neben den mittlerweile auch persönlichen Beziehungen und den Einblicken, die man gewonnen hat durch die Kenntnis der Lehrkräfte, ist es uns auch irgendwie gelungen, mit welchem Glück und Geschick auch immer, im Laufe der Jahre wirklich sehr, sehr gutes, fachlich wie sozial Mitarbeiter über die ASW-Philosophie ins Unternehmen zu integrieren. Und da gehört der Jonas, der jetzt gerade diese letzt gesprochenen Worte hatte, ebenso dazu, wie ich es jetzt auch schon sagen kann, in der kurzen Zeit von dem neuen Teamkollegen Robin. Ja, das ist eine sehr, sehr leichte Entscheidung, mit den Menschen im Unternehmen sehr, sehr lange zu planen. Ja, der Christian hat uns gerade schön erklärt, was CL6 Syntax so macht. Hier haben wir jetzt ein Plakat, das hat der Robin entworfen, richtig? Ganz genau. Zwar habe ich das vor 2 Tagen bei der Posterpräsentation vorgestellt. Also im Rahmen der ASW gibt es jedes Jahr eine Posterpräsentation, die von den Studenten zu halten ist. Da wird dann wirklich in diesem A1-Format ein Poster erstellt. Im ersten Jahr ist es meistens die Unternehmensvorstellung. Und ab dem zweiten Jahr geht es dann meistens um eigene Projekte, die man im Unternehmen durchführt. Und genau das ist das jetzt, was ich vor 2 Tagen dann auch vorgestellt habe. Genau, das hast du zwar schon vorgestellt, aber jetzt musst du auch für uns nochmal erklären, was du hier denn gemacht hast. Genau, also der Christian hat es ja eben schon kurz erklärt. Die CL6 Syntax ist grundsätzlich ein Beratungs- und Softwarehaus im gesamten SAP-Umfeld. Und wir versuchen eben hier für den Kunden die Abläufe einfach einfacher zu machen. Das ist eigentlich die Grundüberlegung hinter dem, was wir tun. Und das kann man natürlich ganz gut beschreiben in den Sachen der Beratung, der persönlichen Beratung. Aber das fließt natürlich auch alles in unser eigenes Softwareprodukt ein, gerade diese Erfahrung, die wir auch über die Jahre gesammelt haben. Und das ist hier eben auch dargestellt auf diesem Poster. Vielleicht kannst du mal die ein oder anderen Details erklären, die ja zu sehen sind. Genau, also hier ist grundsätzlich das Softwareprodukt der CLC auch beschrieben. Und zwar ist das sogenannte CLC-Pad.
Das hört sich vielleicht erstmal abstrakt an, aber dieses CLC-Pad ist beschrieben durch eine Formel, die man hier in der Mitte sieht. Und zwar hat man mal festgestellt in der Erfahrung, die man gesammelt hat, dass ein Prozess im Bereich SAP meistens aus diesen drei Grundpfeilern Anwendungen, Daten und Dokumenten besteht. Und genau das, genau diese Grundstruktur ist eben in diesem Produkt immer repräsentiert und die wird dann eben auch in die zukünftigen Projekte immer mit einfließen. Und darauf ist das Ganze aufgebaut. Aber wir sehen hier noch mehr als nur euer Pad. Genau, also wir sehen auch beispielsweise die Märkte und die Kunden, in denen die CLC aktiv ist oder die CLC auch hat. Bei den Märkten ist unser größter Markt immer noch die Automobilindustrie. Beispielsweise haben wir da auch Kunden wie ZF Friedrichshafen, das dürfte ein Begriff sein, aber auch die Stabilus mittlerweile. Und der Bereich Energieversorger wächst momentan am schnellsten. Da haben wir beispielsweise die Stadtwerke Mainz, mit denen wir schon einige Projekte durchgeführt haben, aber auch neuerdings Kunden wie Fährenergie. Also auf jeden Fall groß und breit aufgestellt. Ganz genau. Also wie man sehen kann, die Märkte sind wirklich sehr viele, sind unterschiedlich und da haben wir auch Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen dadurch. Das hast du jetzt vorgestellt vor wenigen Tagen bei der ASW. Gab es denn eine Note? Da gab es keine Note dafür. In dem ersten Jahr gibt es nur bestanden oder nicht bestanden. Ab dem zweiten Jahr, wo man dann eigene Projekte durchführt, gibt es eine Note. Aber die inoffizielle Punktzahl war dann eben 96 von 100 Punkten. Gratulation dazu. Da darf man stolz grinsen. Und da gibt es direkt Applaus von Chef und Kollegen. Ja, ist man da stolz, wenn man sowas dann sieht und auch hört? Und wenn auch der Mitarbeiter, der Azubi, der Student mit so einer tollen Note nach Hause kommt? Da ist man sehr, sehr stolz und vor allem auch reflektierend, weil neben dem eigenen Stolz zählt ja auch noch der Stolz der Lehrkraft, der die Vergleichsbasis hat zu den anderen ASW-Studenten. Und da wurden mir bei beiden Kollegen bescheinigt, dass die, ich sag mal, ganz oben sind und große Perspektiven haben. Demnach glücklich. Ja. Ja. Und wichtig, wir reden jetzt hier auch ein bisschen fachlich und das ist wirklich auch ein Credo der CLC. Es hört sich an wie ein abgedroschener Spruch, aber es wird hier so gelebt, der Mensch, das Individuum, auch das Soziale ist entscheidend. Ich sage mal als einen meiner Leitsprüche auch, was in Bewerbungen vor sich geht, mir ist es lieber, zwei weniger qualifizierte Menschen zu haben, die vielleicht eine 3 oder 4 auch mal auf dem Zeugnis haben dürfen, wenn sie menschlich harmonieren, als wenn ich zwei Einserkandidaten habe, die aber sozial, ich sage mal, ein bisschen mehr Anschubkraft brauchen. Das heißt, es zählen nicht die Noten, es zählt das Individuum, es zählt das, wie man sich gibt. Seid alle, wir versuchen es auch, echt und authentisch. Das kann ich jetzt bestätigen, das seid ihr wirklich. Und ich durfte ja auch schon ein bisschen hier bei euch durch die Räume gehen, ein bisschen mal durchgucken. Das wollten nicht alle Kollegen vor die Kamera, kann man ja verstehen. Aber was mir aufgefallen ist, bei euch wird wirklich sehr, sehr viel gelacht. Da frage ich dich mal. Seid ein fröhlicher Haufen. Definitiv, also wir sind eigentlich relativ oft am Lachen den ganzen Tag über, auch in dem ernsten Berufsalltag hat man immer mal Zeit und auch Lust, ein paar Späße zwischendurch zu machen. Und die Kollegen sind auch immer sehr offen dafür. Und da wird viel gelacht und genau. Genau. Also, und gerade heute hast du natürlich einen super Tag neben der Grundphilosophie, die wir tragen, erwischt, weil es ist jeder noch mal froher als normal, weil ab morgen geht es mit der ganzen Mannschaft 3 Tage ins Allgäu, unser jährliches Sommerfest, wo wir alle einladen, mitzukommen, Spaß zu haben. Jeder darf sich selbst sein, ja? Er selbst sein, er oder sie selbst sein. Und ja, machen wir seit mehreren Jahren, ist für uns auch ein Konzept, den Mitarbeitern mal in so einer Form auf Du und Du Danke zu sagen, Spaß zu haben. Und da zehren wir auch das ganze Jahr noch von in der Vorfreude dann immer auf das kommende Jahr. So, und hier ist jetzt also dein Arbeitsplatz. Ja, genau. Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich täglich am Arbeiten. Ist auch schön, dass man hier schon sieht, so höhenverstellbare Tische. Ich arbeite auch gerne im Stehen, weil wenn man täglich 8 Stunden hier ist, ist es doch relativ angenehm, wenn man mal ein bisschen wechseln kann zwischen Sitzen und Stehen. Nehme ich auch sehr gerne wahr. Und ja, genau, wir sind hier top ausgestattet. 2 Monitore. 3 sogar? Ja, genau, mit dem Laptop sogar 3. Hier kann man sich entfalten und genau seiner Arbeit nachgehen. Also ist genau dein Ding? Definitiv, definitiv. Also ich muss zugeben, mir wird schwindelig, wenn ich hier gerade mal kurz so ein bisschen rüberschiele. Also ich verstehe hier gerade kein Wort, aber dafür lernst du das hier um. Genau, ja, deswegen sind wir hier da und genau. Uns wird ab und zu auch ein bisschen schwindelig, aber da kommt man durch mit einem kleinen Kickerturnier zwischendurch und der einen oder anderen Tasse Kaffee und dann geht das schon. Sehr schön. Christian, ich frage dich nochmal, jetzt haben wir ja wirklich hier 2 richtig gut gelaunte Studenten und Auszubildende. Wie sind so deine Erfahrungen grundsätzlich mit der ASW? Du hast schon gesagt, ihr arbeitet schon lange zusammen, aber
Die Erfahrungen sind sehr gut. Was ich extrem schätze, nochmal, das sagt jeder klar, der Wechsel zwischen Praxis und Theorie bringt sehr schnelle Vorgehensweisen und Verbesserungen der entsprechenden Mitarbeiter und Studenten mit sich. Sie können schnell an der Praxis wachsen durch die stetigen Praxisphasen. Ich schätze sehr die Lehrkräfte, die ich persönlich kennengelernt habe, um auch mal Philosophiekonzepte, wie man mit den Studenten umgeht, auszutauschen. Da besteht eine sehr große Offenheit, Direktheit und Ehrlichkeit. Und was ich in dem Sinne dann noch mit am besondersten schätze, ist die Freiheitsgrade, die wir als CLC haben, die Mitarbeiter in den Praxisphasen zu beschäftigen. Es gibt eine Leitlinie der ASW, die ist doch sehr gut, was wann in den Praxisphasen eigentlich thematisch so ein wenig angeschnitten werden soll. Aber das ist nicht friss oder stirb, sondern man hat als Firma die Möglichkeit, ich sag mal, zu bewerten, wo liegen die Fähigkeiten des Mitarbeiters, wo liegt sein eigenes Ziel voranzukommen. Und da muss ich mich nicht strikt an irgendeinen Plan der ASW halten, sondern habe auch die Freiheitsgrade, in Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter, mit dem Studenten zu entscheiden, in der Praxisphase steht jetzt das an, bist du einverstanden, wäre doch gut für dich. Oder ja oder nein, dann gehen wir nach Plan vor. Aber die Freiheitsgrade sind da und das finde ich super. Frage ich dich mal, wie kamst du eigentlich auf die Idee, von wegen bei der ASW zu studieren? Also bei mir kam es konkret über einen guten Freund. Ich war, wie schon angesprochen, vorher in der Ausbildung. Und ein guter Freund von mir, der im gleichen Ort gewohnt hat, hat damals schon ein Studium bei der ASW auch absolviert. Und der hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht. Ich wollte dann nämlich auch noch nach der Ausbildung mal weitermachen. Und er hat mir dann die ASW empfohlen, hat mir das dann genauer angeschaut. Und ich war natürlich mit dem Konzept auch direkt einverstanden. Und es hat mir auch auf jeden Fall besser gefallen als eine klassische Universität und habe mich dann dazu entschieden, mich da zu bewerben. Hast du dich jetzt bei der ASW beworben oder hast du dich hier bei Xintiq beworben? Ich habe mich tatsächlich direkt bei der CLC Xintiq beworben und habe das Ganze auch über die CLC Xintiq dann abgewickelt. Ich denke mal, das ist auch der übliche Weg. Man bewirbt sich beim Unternehmen und eben als Kooperationspartner mit ASW sind dann die Schritte ganz klar. Genau, das ist es. Man bewirbt sich bei uns, man findet im persönlichen Gespräch heraus, wo die Affinität liegt. Ja. Wir sagten eben eingangs, es geht viel um Programmieren. Ja, Programmieren, keine Angst, für die Nichtprogrammierer ist so ein bisschen das Leitbild, aber mittlerweile sind wir auch so groß und erfolgreich, dass wir ein Variantenreichtum an Skills, an Fähigkeiten benötigen. Das heißt, ich sage mal, jemand, der sich ein gewisses analytisches Denkvermögen zutraut oder eine gewisse Basis, ein analytisches Denkvermögen auszuprägen, sei es unabhängig von welcher Disziplin er kommt, Atomphysiker oder was weiß ich, dem sind hier auch nicht die Türen zugeschlossen. Oder ein BWL-Kollege, der sich in betriebswirtschaftlichen Abläufen für die Beratungsaspekte der Softwareprogrammierung interessiert. Kommt zu uns, bewerbt euch, lasst uns alle kennenlernen im persönlichen Gespräch und dann sehen wir zusammen weiter. Also das heißt, du nimmst meine Frage schon wieder vorweg. Ja, das heißt, kein Problem, nee, das finde ich super. Es sind noch Plätze frei bei euch? Es sind definitiv Plätze frei, sogar sehr kurzfristig auch noch Plätze. Also wer möchte, kann noch schnell auf den Zug mit aufspringen. Jederzeit. Wir sind eigentlich in sehr aufstrebenden Märkten sehr gefragt, wollen wachsen, werden wachsen. Und ich wüsste nicht, dass es hier mal einen Monat gäbe, an dem die Türen zu sind für eine Bewerbung. Genau, ihr seid in Bexbach. Dann erklär am besten noch ganz kurz, wie man sich am besten bei euch bewerben kann. Am besten ist immer noch klassisch und das spricht auch der neuen Generation zu, der Weg über die Online-Bewerbung in Form von PDF-Dateien auf der Webpage. Natürlich nehmen wir auch schriftliche Bewerbungen an, aber es hat sich ergeben im Sinne der Schnelligkeit der Bearbeitung und des Weiterreichens der Führungskräfte zur Begutachtung der Bewerbung, wenn das auf elektronischem Weg über die Webpage oder per E-Mail erfolgt. Alle Informationen findet man auf den Karriereseiten unserer Webpage. Genau, einfach mal, wir blenden es auch gleich ein, ansonsten einfach mal in der altbekannten Suchmaschine einfach mal CLC Xintiq eingeben. Man wird euch sofort finden und findet dann ganz viele Informationen auf eurer Homepage, wie man sich hier bewerben kann. Definitiv. Ja, nochmal abschließend, du bist jetzt schon fertig im Studium. Ja, genau. Hast du schon gesagt, hast es auf gar keinen Fall bereut, wurdest auch direkt übernommen? Ich wurde direkt übernommen und ich kann es wirklich nur empfehlen, das duale Studium. Ich würde es immer wieder machen. Es hat nur Vorteile und genau, man nimmt sehr viel mit und es bringt einem auch selbst persönlich sehr viel. Das ist doch klasse. Und ja, du bist ja noch mittendrin. Wie lange hast du noch? Ich habe jetzt noch 2 Jahre. Ich habe jetzt gerade das erste Jahr mit dieser Präsentation, die wir eben vielleicht schon kurz gesehen haben, abgeschlossen und bin dann in 2 Jahren auch fertig und hoffe natürlich auch auf eine Übernahme. Aber wie Sie den Herrn Bach schon gehört haben, ich glaube, da brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Ja, ich würde sagen, die 2 Jahre soll es vielleicht noch ein bisschen weiter am Ball bleiben. Aber
aber so wie ich euch einschätze und wie ich euch jetzt habe kennenlernen dürfen, denke ich auch nicht, dass es da irgendwelche Probleme geben wird. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei dem Studium und natürlich auch hier weiterhin. Und ja, drückt die Daumen, dass es natürlich dann auch weiter dann, wenn es Noten gibt, gute Noten mit hier nicht nur nach Hause, sondern auch hier in die Firma bringst, sodass auch der Christian weiter stolz sein kann. Werde ich sein, definitiv. Dann vielen Dank, dass ihr hier kurz bereit wart, ein bisschen ja, einen kleinen Eindruck von euch zu geben, dass wir mal reingucken dürfen, dass ihr euch mal gezeigt habt, bis was ihr in der ASW erzählt habt. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß, viel Erfolg beim Programmieren, aber auch, wenn es morgen losgeht, in eurem Freizeit. Sommerfest. Sommerfest, genau. Alles klar. Vielen Dank. Danke, tschüss.